Ich glaube, wir müssen uns das bewusst sein, dass wir einfach alles auf den Platz werfen müssen, um die drei Punkte zu holen. Es hat in Sion geklappt, da haben wir gesehen, wir sind als Team auftreten, wir haben 90 Minuten gekämpft. Auch in London haben wir einen sehr guten Kampf am Tag angelegt. Und in Lugano war das weniger der Fall. Und das war dann auch der Grund, warum wir das Spiel verloren haben. Ich glaube, gegen Servet braucht es einfach, dass wir als Team wieder auftreten und so die drei Punkte holen. Je pense qu'il faut, la même mentalité, comme on a fait les, deux derniers matchs contre Sion et contre Arsenal. Il y avait une mentalité solide et je pense qu'il va, falloir qu'on ait la même mentalité pour, pouvoir gagner ce match. Ja, ich glaube, die Spiele, die wir bis jetzt gerade einen Punkt haben, braucht sicher auch Aggressivität, wie man gesehen hat. Sobald wir anfangen, Zweikämpfe gewinnen, ist es für uns viel einfacher, ins Pressing hineinkommen und so auch zu Goalabschluss kommen. Ich glaube, so werden wir die Spiele auch wieder gewinnen können. Ah, moi, je ne doute pas de, nos attaquants. J'ai confiance en eux. J'espère que et je pense que on pourra gagner ce match. Et il va juste falloir se concentrer et se donner à fond. Ich glaube, wir wissen alle, dass unsere Fans unglaublich sind. Sie unterstützen uns an jedem Spiel, egal wie es im Moment läuft. Wir merken das auch in London, wie viel das da wieder mitgekommen sind, ist unglaublich gewesen. Und ich glaube, wir wollen das auch jetzt diese Saison noch mit dem Sieg können abschließen, um den Fans sicher auch noch etwas zurückzugeben. Bon, je comprends leur déception, mais après, il va falloir qu'ils nous soutiennent jusqu'au bout et on va essayer de, donner tout et de donner le meilleur de nous afin qu'ils soient contents.